Weiter geht's mit Alien Isolation. In der letzten Folge haben wir alles verloren. Simmons hat sich geopfert für uns, damit wir jetzt eine Schnittstelle zur Haupt-KI von Apollo haben. Und auf dem Weg zum Kern, wo wir darauf zugreifen können, muss uns auch noch unsere ganzen Waffen abgeben. Wir haben keinen Revolver mehr, keinen Flammenwerfer und keine Pumpgun. Alles ist weg. Wir haben noch ein paar Granaten und den Elektroschocker. Und das war's. Aber wir werden jetzt versuchen, die KIs abzuschalten und somit hoffentlich mal wieder Frieden auf der Station hier einzubringen. Ich habe nur keine Ahnung, was genau wir machen müssen gerade. Also gucken wir einfach mal auf die Karte. Die sagt uns, wir laufen genau falsch rum. Klassiker. Dann drehen wir uns mal um. So. Anscheinend sind wir hier durch. Ich hoffe mal, dass hier einfach keine Roboter rumlaufen mehr. Dann werde ich mal so wirklich irgendwas haben zu verteidigen. Hätte noch ein paar EMP-Granaten, aber das war's. Was liegt hier rum? Ein Ladungspack. Oh. Na, das sieht schon mal nicht gut aus. Und der hat rote Augen. Na super. Dann können wir was abhören. Etwas stimmt nicht mit Ihren Syntheten. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht, in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass ich ständig Beschwerde über diese unheimlichen, glatzköpfigen Schweinehunde einlege, aber diesmal kann ich beweisen, dass die nicht richtig verkabelt sind. Ich habe morgen eine Verabredung mit Ihrem Vorgesetzten Spedding und ich werde ihm ordentlich den Marsch blasen. Wenn er Ihnen dann den Marsch bläst, das kommt mit besten Grüßen von mir. Ja, ich habe auf jeden Fall jeden Grund, sich zu beschweren, weil die Dinger klappen ja mal so gar nicht. Die laufen einfach amok und legen alles um, was sich legen alles um, was sich irgendwie bewegt. Gut, jetzt haben wir es aber. Okay, ich frage mich, was passiert, wenn man zu oft falsch macht. Ricardo, der Leiter ist vorübergehend offline. Ich habe hier die Apollo-Schaltpläne vor mir. Sieht so aus, als könnten sie über den Turbinenschacht Zugang erhalten. Die Turbine läuft heiß, Ricardo. Auf vollen Touren. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Das klingt nicht so vielversprechend. Gut, gucken wir mal, ob wir irgendwo die Notabschaltung finden. Müssen wir wohl in diesen Lüftungsschacht reinklettern, den wir gerade gesehen haben. Wo sich unten der Propeller so schnell gedreht hat. Wenn wir das verkacken, werden wir einfach live geschnetzelt. Auch nicht so cool. Jetzt da hinten hin. Jetzt da hinten hin. Okay. Dann nochmal den ganzen Weg zurück. So. Genau, hier. Das wird wahrscheinlich abgeschaltet. Obwohl, das Gitter drüber, ne? Dann werden wir nicht geschnetzelt. Sondern verbrennen bei lebendigem Leibe. Na gut. Auch nicht gerade viel besser, aber immerhin. Wieder irgendwelche komischen Geräusche hier. Da unten läuft noch jemand rum. Viel rumliegen tut die aber nicht. Dann gehen wir einfach direkt an den Herzgenerator ran hier. Und hacken uns da einmal rein. Ich sehe schon wieder nicht. Da. Da. Und schon auf der letzte. Wo ist er? Da. Okay. Die Turbine ist aus. Der Weg sollte jetzt frei sein. Beeilen Sie sich, wenn Apollo beeilen, okay. Beeilen, beeilen, beeilen. Beeilen, beeilen, beeilen. Muss ich hin da hoch? Schnell. Gar keine Lust, hier drinnen zu sterben. Oh mein Gott, das war knapp. Wir haben es geschafft. War nicht so weit, wie ich dachte. Alles safe. Wir machen mal eine Taschenlampe an. Weil wirklich viel erkennen können wir nicht. Das wird knapp. Viel Glück. Ripley, Sie gehen immer tiefer in Apollo und Ihr Funksignal wird schwächer. Die Verbindung wird bald abbrechen. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Da unten werden so einige Hiwis auf Sie warten, Rip. Könnte gefährlich werden. Samuels hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffe. Ich muss es versuchen. Ich fand ihn schon immer recht nett für einen Syntheten. Ich auch. Armer Samuels. Was wir so gucken, ist uns irgendwie durchschleichen, denke ich mal. Weil viele Ressourcen für den Kampf haben wir ja nicht. Gut,
Und wo sind wir? Hier scheint Ende zu sein. Okay, kein Synthet hier. Schrott und Ethanol. Und ein Speicherpunkt. Kein gutes Zeichen. Kriegen wir noch ein paar Ressourcen für den Kampf hinterhergeworfen. Unser Inventar hat schon bis irgendwann voll. Ricardo, der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Verdammt. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Oh, oh. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Finden Sie den Raum zur menschlichen Kommunikation. Okay. Wir erstmal müssen nochmal ein Medikit verwenden, da ich dumm in Giftgas gelaufen bin. Oh. Das ist unwitzig. Elektroschocker ist halt auch leer. Ich hoffe einfach mal, da kommt der nicht gleich zurück. Leeren Terminal. Was war hier gerade? Was ist das? Ach, Gasmaske. Lol. Okay, dann können wir da schon mal durch. Mal sehen, was hier abgeht. Leer. Freigeben. Gefahren-Eindämmungsalarm. Apollo bittet Sie während des folgenden Ereignisses um Geduld. Gefahren-Eindämmungsalarm. Derzeit auf Stufe Omega. Danke. Verkauft und das war's. Spedding, etwas Verrücktes ist gerade passiert. Sevastopol ist vom Markt. Es gibt einen Käufer. Nur Wochen, bis der Laden komplett auseinandergenommen wird. Und auf einmal drehen die sich um 180 Grad. Nach all den endlosen Präsentationen und Touren sind die Verhandlungen wohl doch nicht auf Eis gelegt worden. Jemand im Firmenhauptquartier musste einfach nur mit den Fingern schnipsen. Wir haben eben eine Bestätigungsnachricht erhalten und da Apollo gerade ein neues Betriebsregelwerk empfängt, ist der Vertrag wohl unter Dach und Fach. Ken ist hier drüber nur auf Verwaltungsratsebene bei Bedarf, bis die Anteilsinhaber Bescheid wissen. Ziemliche Beförderung, wie? Er hat dann gesagt, ich kaufe hier den Laden. Nicht ganz nachvollziehbar. Okay, wir müssen ziemlich weit. Ist auch ziemlich groß hier. Gehen wir weiter hier rum oder da hinten rum? Aber wenn wir schon mal hier sind, gucken wir auch hier rein. Was haben wir hier? Neuverkabelung. Wir machen mal schnell, solange kein Roboter in der Nähe ist. Guck mal, was wir hier machen können. Gas und Wertung ausmachen. Das war's. Oh, warte, Lautsprecher. Vielleicht können wir die anmachen, dann kann Ricardo wieder reden. Lautsprecher? Mal sehen, ob das irgendwas bringt. Und irgendwo hier müsste der Roboter sein. Da vorne. Kann er hier durchgucken? Ich hoffe mal nicht. Oh, das war knapp. Aber die sind dumm, ne? Der schickt das nicht. Ne, sehr gut. Aber er guckt in unsere Richtung. Was ist das hier? Strom wiederherstellen. Guck jetzt nicht hier rein. Sehr gut. Ich kann nicht aufstehen. Jetzt. Da stecken wir uns einfach mal und gucken, was er macht. Hat das gemerkt? Das sieht nicht gut aus. Ich lehne mich zurück. Ich werde der Sache nachgehen. Hier ist keiner. Als wenn der auf Atmung hört. Ungeklärte Störungen sind sehr beunruhigend. Ja, finde ich auch. Was macht er da? Jetzt hängt er wieder an der Wand drin. Apollo benötigt einen ausführlichen Bericht. Junge, Junge. Ding ist ja komplett am Backen. Okay, er hat's durchgeschafft. Hier ist noch immer etwas verkehrt. Ja, dein Laufweg ist verkehrt, Junge. Jetzt geh mal bitte. Ich glaube, das duckt da jetzt. Ich werde der Sache nachgehen. Oh ne, er hat's geschafft. Gut, warten wir kurz, bis er weg ist. Und da geht er um die Ecke. Sehr schön. Dann kommen wir raus und lesen mal, was hier abgeht. Ich hoffe mal, so schnell kommt er nicht wieder. Leer, freigeben ist fehlerhaft. Kommt er wieder? Hat er mich gesehen? Ich glaube ja. Ist er nervig. Naja, kommt noch hinterher. Lehnen wir den um. Muss wahrscheinlich, ne? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich, dass er mich in Ruhe lässt.
Habt ihr mich verloren? Ne, noch nicht. Das ist ziemlich hartnäckig. Mach ich nicht. Na ja, komm, dann komm her hier. Dann prügeln wir uns halt. Ich will noch genug Medikits. Ja. Jetzt für einen will ich auch keine EMP verbrauchen. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen. Oh! Okay, es sind zwei. Das ändert die Sache. Wir heilen uns einmal. Dann hauen wir einen EMP raus. Kommt mal schön zusammen hier. So ist brav. Sollte reichen, ne? Huh? Hat der. Ach, der hat so einen scheiß Anzug an, oder wie? Der immun gegen EMPs macht. Also, jetzt haben wir es ja komplett verschwendet. Blendgranate? Molotov? Keine Ahnung. Hat Molotov bringt es. Was? Wie hast du mich gekriegt? Mein Gott, sind die nervig. Mir fehlen meine Waffen. Wo sind die Blendgranaten hinter? Es werden immer mehr. Ich weiß nicht, ob Blendgranaten funktionieren. Wieso wird sie so weit geflogen? Oh Mann. Ne? Die sind immun gegen alles. Kommst du raus? Ja. Die werden jetzt hätte wie sein, ne? Ja, scheiße. Okay, das war's. Haben wir immer unsere Ressourcen wieder und wissen, angreifen ist keine gute Idee. Mann. Wieso sind die auf einmal so OP geworden? Oh. Ricardo. Ach, wir sollen mal die Gasmaske zum Kram holen. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist. Das habe ich jetzt schon mal gut hingekriegt. Ricardo? Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Oh. Der sieht ziemlich zielstrebig aus. Nach ihnen zu suchen, verschwendet wertvolle Firmenzeit. Na komm, keiner wollte dich kaufen. Spielen Sie ein Spielchen mit mir. Wir brauchen dringend mehr Munition für den Elektroschocker. Und der wird jetzt auch nichts erbringen, diese Dinger im Anzug, ne? Das ist sicher nur ein Missverständnis. Ja, ich glaube auch. Ich weiß, dass Sie hier sind. Oh. Der hat sich wieder verdoppelt, der Junge. Sehr gut, geh wieder. Okay, ich denke, wir können rausgehen. Gut, der ist weg. Er geht auch. Sehr schön. Holen wir uns hier nochmal die Gasmaske. Und hier gab es nichts zum Freischalten, ne? War nur Information drin, glaube ich. Ja. Dann schleichen wir jetzt mal weiter durch. Ich schreibe mich erstmal wieder vor der Gasmaske. Können wir uns verstecken. Da ist er. Öffnen wir mal auf die Neuverkabelung zu und hoffen, dass er nicht nach hier guckt. Okay, gut. War ein bisschen riskant, aber hat funktioniert. Das machen wir weg und das machen wir an. Dann schleichen wir uns nochmal nach hinten zum Computer. Diesmal wissen wir, die sind gefährlich. Auf keinen Fall entdecken lassen. Als du mich gesehen hast. Ich hasse die Viecher. Wir brauchen irgendwo einen Schrank, zwar schnell. Wir sprinten mal nicht, falls sie das hören. Ja. Oh, moin. Gut, jetzt haben wir ein Problem. Sind immun gegen Blendgranaten, gegen EMPs und gegen unsere Schläge. Das heißt, wir können nur laufen.
mich hier nicht aus, muss irgendwo ein Schrank sein. Könnten wir speichern, aber... Ich weiß nicht, was schlau ist, jetzt zu speichern, wenn hier so viele Leute unter uns sind. Ja, müssen wir aufhängen, dauert zu lange. Ja, da kommt schon jemand. Da kommt schon jemand. Ich bin nicht hier. Oh, die haben sich abgesprochen. Ja, komm, einfach rauf, Anja. Ist sowieso vorbei für uns, glaube ich. Nicht ungerechtfertigt. Ich dachte, ihr seid jetzt ein bisschen freundlicher. Okay. Dämlichen Roboter. Gut. Langsam und leise. Ricardo, der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann sie nicht hören, Ripley. Er ist um die Ecke. Ricardo? Schnappen wir uns das hier. Verdammt. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Ach, als wenn er jetzt hier wartet. Gut, komm mit. Komm mit. So, das Gute, wir sprinten durch bis zum Computer. Wo der Schrank war. Dürfte er hoffentlich nicht checken, wenn wir so schnell sind. Mann, jetzt wo das Alien weg ist, und ich dachte, wir sind sicher, bin ich ein bisschen unvorsichtig geworden. In der letzten Folge so viele von denen getötet und auf einmal... Ja, dann kann man mit denen nichts mehr machen. Die OP gewonnen. Ja, du kannst nicht wissen, dass ich hier bin. Ich war ja sowas von viel schneller als du. Zeigen Sie sich, wo Sie auch sind. Ich bin nicht hier. Junge, sind diese Teile nervig, Alter. Ich werde sie sowieso finden. Gut, er ist gegangen. Das ist sicher. Aber da kommen noch mehr Leute. Ist das ja so zielstrebig hier? Komm nicht näher. Dieser Bereich ist gesperrt und ich weiß, dass Sie hier sind. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Es laufen hier ein paar mehr Leute von denen rum. Zwei Stück schon. Geht jetzt auch mal wieder irgendwann? Oh, sehr gut. Verschwunden sein, meint er. Ich hoffe mal, die gehen jetzt einfach und vergessen mich. Ich sehe schon mal nur noch einen auf dem Radar. Er sollte mich eigentlich nicht sehen dürfen, wenn ich rausgehe, aber... So verschwinden die denn manchmal von Radar? Gut, er geht, er müsste gleich da rauskommen, ja. Und natürlich kommt er in diesen Gang rein. Ich will doch nur links neben mir an den Computer und lesen, was da steht. Ist das denn zu viel verlangt? Ja, nach rechts? Nein, nicht da stehen bleiben, noch um die Ecke rum, bitte. Er läuft irgendwie nicht mehr weg. Er stellt sich dahin, läuft 2 Meter nach oben, guckt dann wieder an die Wand, läuft wieder 2 Meter nach unten, guckt wieder an die Wand. Da geht er nicht mehr weg. Wir müssen also versuchen, irgendwie so wegzukommen. Na, jetzt gleich beschäftigt ist. So. Okay. Wir müssen halt noch gucken, was da ist eigentlich. Also er plötzlich immer noch wieder da hinstellt, wo er die ganze Zeit stand. Ob er jetzt weitergeht. Naja, ist wieder da. Aber danach läuft er zurück runter. Wir gucken mal hier ran schnell. Ganz unten war nämlich irgendwas im Auswählen. Notfall-Kühlmittelfluss einleiten. Warnung, Kühlmittelkanäle nicht ausgerichtet. Die Aktivierung des Kühlmittelflusses an den Lokalstationen führt zu Betriebsgefährdung, Verletzung oder Tod. Ja, machen wir mal. Schalter benutzen. Was bringt der? Alter, ist es laut. Oh. Wir haben ihn getötet. Wieso kann ich wieder nicht aufstehen? Jetzt. Okay. Kleiner Mistroboter. Hast du davon? Sehr schön. Benutze auch mal ein Medikit. Dann stellen wir uns nochmal ein neues her. Wenn die sowieso gerade Impfpistolen rumliegen. So, eins und dann noch eins. Okay, dann können wir das hier mitnehmen.
Perfekt, dann gehen wir nochmal hier hin. Und machen Verkabelung. So, Gasumleitung weg, Lautsprecher an. Dann geht's weiter. Okay, endlich haben wir einen tot. Jetzt wissen wir, wie wir die loswerden können. Das muss zum Kern führen. Ohne Strom läuft hier nichts. Okay, da bräuchten wir Strom für. Ich denke mal, müssen wir zu diesem Terminal, den wir vorhin schon gesehen haben. Wir wissen ja jetzt, hier laufen noch einige mehr rum. Wir müssen gut aufpassen. Ja, da steht einer. Wir schleichen uns vorbei. Hat er mich gehört? Ja, ich glaube schon, aber er hat sich nicht ganz gescheckt, was das war. Schleicht einfach weiter. Ich hoffe mal, in dem Raum ist nichts Wichtiges. Okay, wir sind hier. Uns sollte keiner auf den Fersen sein, denke ich mal. Also schnell ran hier. Komm, komm, komm. Ich sehe immer das Erste nicht. Okay. Ich denke, dann haben wir wieder Strom hier. Linker Serverspeicher aktiviert. Rechter Serverspeicher aktiviert. Durchsuchen Sie die linke Konsole des Serverspeichers. Okay. Links von wo aus gesehen? Achso, wir müssen beide durchsuchen. Okay. Durchsuchen Sie auch die rechte. Hier steht es ja left. Dann gucken wir mal nach links. Mal sehen, was hier abgeht. Oh, da läuft einer. Guckt in die andere Richtung. Hier können wir uns verstecken. Was müssen wir denn machen? Ausweiskarte? Was zum Abspielen? Apollo, da sind Androiden an der Tür. Ransom ist wie vom Erdboden verschluckt. Es gibt Probleme mit dem Gefahreneindämmungsverstoß. Synthetensicherheitsverfahren werden hinten und vorne ignoriert. Kommunikation ist abgeschnitten. Ich dachte, das sei ein Zufall, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Oh shit. Sie kommen rein. Sag Susan, dass ich sie liebe. Ging die Tür wegen mir auf oder kam der Roboter zurück? Der Roboter ist weit weg. Dann höre ich das. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Guck mal kurz auf die Karte. Okay, wir müssen in dem Raum rein. Dann gehen wir mal zurück. Der ist da. Geht hoffentlich weiter weg von uns. Okay. Ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Sie sind da hinten? Dann benutzen wir einfach mal. Hat jetzt, glaube ich, nicht funktioniert, oder? Auch nicht funktioniert. Hier können wir ja Kühlmittel machen, glaube ich. Komm, 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 komm. Powerlink wiederherstellen, Wartungsfehler. Keine Ahnung, machen wir mal. Ach, Strom nehme ich an. Schnell rein da, schnell rein da. Ich glaube, wir haben beide weggebrutzelt. Also sehr praktisch, dass sie das eingefügt haben hier in der Raumstation. Dass man den Boden unter Strom setzen kann. Warum auch immer man das machen sollte. Aber egal. Die sind tot. Noch irgendwas Brauchbares hier? Im Sturm untergegangen. Leitender Seeks, angestellter Ransom hier mit einem Bericht an die Geschäftsführung. Sie Hundesöhne. Ich war Ihnen treu ergeben und Sie geizigen Schweine lassen mich hier im Sturm untergehen. Ich hätte Ihnen einen einmaligen Fund bieten können. Ich hätte mein Leben für die Firma aufs Spiel gesetzt. Ich hätte einen Spezialtrupp einberufen und den Organismus isolieren können und jeder hätte gekriegt, was er wollte. Aber Apollo hat jegliche Kommunikation abgeschnitten. Keine der Techniker im Apollo-Kern antworten auf meine Nachrichten. Wir werden hier alle verrecken, Sie Schweine. Sie haben es alles vergeigt. Sie und Ihre Firma können mich mal kreuzweise. Arschlöcher! Ja, Sommer. Na, komm schon her. Schnell, 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 schnell. Wir hauen ihn auch nochmal schnell weg. Komm, komm, komm. Das geht nur einmal? Oh, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Ich dachte, wir können jetzt auch nochmal kurz wegwurzeln. Frage, wie viele Roboter es hier noch gibt. Wir laufen einfach einmal komplett drüber.
Bis zur rechten Seite. Niemand zu sehen. Warte, müssen wir speichern? Müssten wir eigentlich. Okay, ja. Sind wir schon mal sicher und laufen weiter. Hier sollte eigentlich keiner mehr sein. Ne, der ist auch weg. Können wir nochmal hier reingucken? Ob irgendwas Brauchbares ist, aber ich denke mal nicht. Ne. Da ist einer, 70 Meter. Er dürfte eigentlich nicht wissen, dass wir hier sind, oder? Nicht ganz sicher. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Aber ich höre ihn. Da ist er. Sollen wir hier machen? Auch irgendwas benutzen? Wieso? Hat er mich gesehen? Sollte er doch eigentlich nicht, oder? Oh, wir sind komplett falsch hier. Kommen wir mittlerweile hier durch? Haben wir Strom? Ja. Geh schnell weg. Ich hoffe mal, die passen hier nicht rein. Geringe Energie. Also hinterher kommt er schon mal nicht. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Also wenn irgendwas nach Haupt-KI-Turm-Kern aussieht, dann das hier wohl. Ich denke, hier sind wir richtig. Dann speichern wir das mal. Und gucken mal, was wir hier machen können. So. Die Tür ist zu, das ist gut. Das heißt, hier kann kein Roboter reinkommen. Dann, ja. Mal sehen, was es hier so gibt. Wir scheinen nirgends darauf zugreifen zu können. Obwohl, da leuchtet's. Ne. Erhalten Sie über den Zugangsgenerator am Domterminal Zugang. Domterminal. Wo soll ich hin? Wahrscheinlich müssen wir hier hin, oder? Ich glaube, da waren wir noch nicht. Nicht ganz sicher. Irgendwo müssen wir... Oh, ne. Na, mal, hier ist es. Wir haben ihn komplett übersehen. Oh, das ist aber ein kleines Ding. Was? Achso, das schafft man nicht, oder? Versuchen Sie einen Weg zu finden, die Sicherheitskapazität zu senken. Das geht zu schnell. Okay, Karte sagt... Irgendwo hier in der Nähe. Die Tür ist zu. Wir gucken mal hier rein. Schalter benutzen. Was bringt der? Weiß keiner so genau. Vielleicht haben wir jetzt hier Strom da vorne. Mit diesem komischen Terminal. Benutzen, ja. Richten Sie Ventile mit nach links oder nach rechts aus. Bestätigen Sie mit Eingabe. War das so richtig? Ich glaube ja, ne? Sieht so aus. Okay, dann gucken wir mal, was wir auf der anderen Seite auch machen können. Vielleicht bringt das ja was. Coole Wände. Okay. Dann hier einmal reingucken. Mal den Knopf drücken. Gehen wir auch mal hier zum Rechner. Ah, sieht gut aus. Hier ist wieder im richtigen Moment die Tasten drücken. So. Sollte mir das Leben leichter machen. Erhalten Sie über den Zugangsgenerator am Domterminal Zugang. Gut, ich hoffe mal, das ist jetzt eine normale Länge. Und nicht so ultra kurz. Da haben wir es 14 Sekunden. Das klingt normal. Sehr gut. Ja, das war gut schaffbar. Ziehen Sie Apollo zu Rat. Eigentlich will ich mit Apollo nichts mehr zu tun haben. Strom scheint wieder zu fließen. Junge, das ist ein ordentlicher Rechner.
wir speichern Feuer. Das sieht irgendwie nicht so sicher aus. Ja, überschreiben. Okay. Dann mal rein hier. Oh, Cutscene, let's go. Schön minus XP hier. Wait, Titani hat die gekauft. 2 Tage nachdem wir los sind? Das kann nicht wahr sein. Organismus schützen. Hundesöhne. Es ist nicht auf der verdammten Station. Ich hab die letzte Folge noch gelobt, Alter, und deren Roboter. Ach Junge. Suchen Sie sich den zentralen Reaktor. Wieso funktioniert hier nie irgendwas? Gut, also Wayland Yutani hat Sixen gekauft oder Sevastopol oder beides, keine Ahnung. Weil die das beschissene Alien haben wollten. Das erklärt jetzt auch, warum. Wie hieß sie nochmal? Taylor mit Marlow abgedackelt ist? Ich glaube, so hieß der. Und wieder so ultra langsam. Verlassen Sie Apollo von unterhalb des Kerns. Das ist eigentlich mal praktisch, danke dafür. Dann mal runter hier, aber in Zeitlupe. Wir bauen bessere Welten. So bin ich so langsam. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel so gewollt ist oder ob irgendwie man PC-Schlau macht, aber eigentlich kann das ja nicht sein, oder? Sieht auch nicht so aus, als würde es lag. Keine Ahnung. Dann mal runter hier. Aufnahme läuft noch, ne? Ja, auch flüssig. Das sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Okay, so. Wo sind wir jetzt schon wieder? Wie kann es sein, dass diese Station so viele Gänge hat? Na, mal sehen, was hier so rumsteht. Apollo Primäres Interaktion zu Lok. 11.11.2137. Klasse, menschliche Interaktion. Anfrage für zwischenbetriebliche Nachrichten erhalten. Ausgehende Nachrichten an Vertreter von Wayland Yutani erhalten und überwacht. 16.11. Upsala. Klasse, Colonial Marshals Schadensbericht. Vorübergehende Notfallmaßnahmen im San Cristobal Krankenstation eingeleitet. Keine weiteren Informationen verfügbar. 17. Externe Interaktion. Kaufauftrag erhalten. Operationsregelwerk von Wayland Yutani erhalten. Verifiziert und installiert. Am 23. Colonial Marshals Schadenbericht. Notfallmaßnahmen in St. Cristobal Krankenstation verlängert. Keine weiteren Informationen verfügbar. Stationsscans unter Wayland Yutani Richtlinien. Blablabla eingeleitet. 24.11. Klasse Gefahreneindämmungsalarm. Unbestätigte Scans im Reaktorsystem. Sonderauftrag 939 eingeleitet. Höchste Priorität. Organismus schützen. Stationsquarantäne aufrechterhalten. Kommunikation unterbinden. Unbestätigte Scans im Reaktorsystem. Was soll uns das sagen? Keine Ahnung. Am 11.12. Sevastopol Ankunftslog. Neue Einwohner, die von Synthetenpersonal im Apollo-System eingetragen worden sind. Ripley Amanda, zweites Stockwerk. Taylor Nina, viertes Stockwerk. Und Samuels Christopher, drittes Stockwerk. Ersetzbar? Danke dafür. Am gleichen Tag. Gefahreneindämmungsalarm. Mögliche Gefahr für Organismus im Gefahrenlabor von Projekt KG348. Gefahreneindämmungsalarm auf Omega erhöht. Okay, mögliche Gefahr für Organismus im Gefahrenlabor. Ich hoffe mal, der Organismus ist wirklich weg. Nicht, dass sie jetzt irgendwie das Labor noch gerettet haben oder so. Naja, kein Aufsehen erregen. Spedingen, Ransom hier. Nach dem Wayland Yutani Aufkauf ist es wichtiger als je zuvor, dass die Flugschreiberübergabe ohne Probleme vonstatten geht. Das werden zwar nur Angestellte niedrigen Ranges sein, die vom Aufkauf keinen Schimmer haben, aber wenn die Gerüchte über verschwindende Menschen hören,
Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Behalten wir alles einfach schön unter uns. Wir wollen nicht, dass sie sich das anders überlegen. Okay, die wollten also den Flugschreiber, den wir sehen wollten, an Wayland Yutani übergeben. Aber die ganzen Morde und Leichen hier vertuschen. Mehr gibt's hier nicht. Na gut, dann nehmen wir mal den Fahrstuhl zum Maschinenraum. Gehen Sie zum Reaktor. Dann machen wir das mal. Haben Sie wieder Funkverbindung, Ricardo? Ich bin hier. Was gibt's zu berichten? Apollo folgt Wayland-Yutani-Protokoll. Wie bitte? Susan hat sich verkauft. Ricardo, Apollo weigert sich nachzugeben. Angeblich stimmt was mit dem Reaktor nicht. Sie gehören zur Firma. Sagen Sie ihm, das juckt Sie nicht und er soll tun, was Sie sagen. Tut mir leid, Ricardo, aber ich bin nur ein kleiner Fisch. Ich, Samuels, Taylor, wir alle. Wenn wir was wert wären, würde Apollo uns wahrscheinlich nicht so ohne weiteres sterben lassen. Apollo. Okay, also Apollo und Wayland Yutani, beide böse. Auch wenn jetzt beides das gleiche ist eigentlich. Okay, Reaktorkühlung, gucken wir mal hier hin. Ach nee, Junge, ich habe nur einen Fuß reingesetzt. Nehme ich jetzt schon gesehen? Super, da hat auch wieder einen Schutzanzug an. Bin ich ganz sicher, ob der mich erkennt durch das Fenster durch. Sind auf jeden Fall einige. Ja, sehr schön, geh weiter. Ich hoffe mal, hier gibt es keinen Eingang rein für die Roboter zu mir. Bahnsystem einschalten. Ja, fahren wir mal eine Runde mit der Bahn. Warum nicht? Mal sehen, was passiert. Wir gucken uns hier noch mal ein bisschen weiter um vorher. Es tropft da irgendein Kühlmittel wahrscheinlich. Was haben wir hier? Bahn benutzen. Ne, Bahn aktivieren. Machen wir mal gleich. Schauen wir uns nebenbei das hier noch an. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Die Syntheten spielen verrückt, also habe ich ein paar Leute organisiert, mir zu helfen. Ich habe einen von ihnen in einen Produktionsraum geschickt, aber er ist nicht wieder rausgekommen. Jede Tür ist verschlossen. Und wie zum Teufel soll er in den Lüftungsschacht gekommen sein? Wir sind mit unserem Latein am Ende. Es scheint falsch, einfach weiterzuarbeiten, ohne nach ihm zu suchen. Aber wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Unsere Schicht ist bald vorbei. Ich werde den Vorfall an Waits und die Marshalls berichten. Er ist in den Lüftungsschacht verschwunden. Klingt nach dem Alien. Ich hoffe mal, das ist schon lange her, diese Nachricht. Dass hier nicht irgendwie noch ein Alien rumläuft. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass es mit dem Alien auf einmal zu plötzlich und zu einfach kam. Oh, was ist so laut? Ach, so ein Schienenwagen hier direkt neben dem Reaktor. Na gut. Jetzt kommen wir hier durch und auch zum Speicherpunkt. Wo wir auch direkt mal speichern. Und dann gucken wir mal weiter, wo es hier hingeht. Hey. Tür auf. Danke. Scanner sagt erstmal Ruhe. Was haben wir hier? Nichts. So nebelig hier. Das Licht blendet wieder. Da haben wir eine Kamera. Da könnten wir klettern. Da geht's rein und da laufen Roboter. Als er nämlich jetzt schon gesehen hat. Hoffen wir mal nicht. Einfach weg. Nichts auf dem Scan zu sehen. Hier ist jemand. Der kommt da rein. Der kommt da nicht rein. Okay. Mal auf den Scanner gucken. Ja, läuft nach links weiter. Wir könnten rausgucken, aber er kommt wahrscheinlich auch zurück. Vielleicht, ne? Ja, da kommt er schon. Er kommt hier rein, ja. Das war klar. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Schirmen die Wände mein Signal ab, oder wieso? Nee. Hä? Jetzt ist er wieder da. Da ist er jetzt. Geht er noch weiter? Oder kommt er wieder zurück? Er geht noch weiter, okay.
Dann einmal hier ran und gucken, was passiert. Vielleicht können wir die Kamera ausschalten oder so. Schnell, schnell, schnell. Kamera aus. Kamera aus. Schimmelsystem. Luftreinigung. Keine Ahnung. Wo ist er? Da vorne ist er. Wieso läuft er so schnell? Hat er mich gesehen? Sehe gar nichts mehr. Soll ich nochmal die Luftreinigung ausgemacht, ich Trottel? Sehe hier nichts. Was ist da? Jetzt da. Schleichen wir uns einfach mal durch. Ich hoffe mal, dass die Roboter jetzt auch schlechter sehen. Hat es wenigstens etwas gebracht. Kartentisch und da können wir rein. Schnell einmal rein da. Ja, war eine gute Entscheidung. Er war direkt da vorne. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Wo ich nicht weiß, wo die herkommen. Da steht er ein bisschen nervös. Wir müssen nach da ganz hinten. Eieiei. Gut, hier waren wir gerade. Ist der Roboter noch da? Scheint nicht. Anscheinend doch. Was gemerkt? Ne. Ich hätte gerne noch ein bisschen umgucken. Wenn jetzt hier direkt steht. Ich glaube, wir haben alles Wichtige, oder? Wir gehen einfach mal weiter. So. Ich finde mir hier irgendwo einen Lüftungsschacht nach den vermissten Arbeiter. Mehr Kameras. Und ziemlich großer Raum. Was sind das für Geräusche? Ich hoffe mal, es ist einfach nur irgendwelche... Keine Ahnung. System, Betriebsgeräusche, die hier ganz normal sind. Leer aus, Kamera bewegt sich. Das sind zwei Stück, shit. Die sind beide gepanzert. Oder? Ja. Der kommt, der geht, der kommt, der geht. Bitte sag, dass ich da vorbeipasse. Nein. Glaub nicht. Wir gehen andersrum. So. Sicher ist sicher. Das sieht gut aus. Da wäre ein Schrank. Könnten wir aufmachen? Nee. Der Ionenschneider fehlt immer noch. Finden Sie eine Verbesserung für den Ionenschneider? Ja, das wäre nicht schlecht. Den suche ich schon seit der zweiten Folge. Das heißt, wir müssen nochmal zurück, oder wie? Ich bin da gerade so toll durchgeschlichen. Oh. Ja, die Kameras auch sicherlich irgendwo ausstellen können. So, einmal hier vorbei. Gucken wir mal da in den Raum rein. Mal sehen, was da abgeht. Der Sensor sagt auf den ersten Blick nix. Gut, hier durch. Da können wir uns unter durchschleichen, ne? Ja. Sehr gut, das sieht gut aus hier. Shit, hat er mich gesehen? Nee. Nimm, nimm, nimm. Sehr gut. Nochmal ein kleines Upgrade. Dann passen wir da jetzt endlich durch. Blut gibt's hier aber keinen mehr. Naja, nichts Brauchbares. Dann zurück. Ich denke, viel weit umgucken werden wir uns auch nicht. Das heißt, dieses Bing, 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 Bing. Wahrscheinlich nichts Gutes, oder? Ja, wir kommen ja immer noch durch. So. Da ist der Roboter. Aber der guckt mich hier hin. Sehr gut. Dann schneiden wir hier einmal auf. Sieht noch genauso aus wie vorher eigentlich. Oh, aber er ist deutlich schneller. Oder? Doch, ich denke schon. Und offen. So. Gut, dass das keiner gehört hat. Nichts weg.
War ja auch nur so eine 30 Kilo Stahlplatte, die irgendwie auf den Boden gefallen ist. Kann man auch mal überhören. Aber wir? Ich sprinte für eine Sekunde. Dann hört das die ganze Station. So. Da steht direkt jemand. Das ist ein Speicherpunkt. Hast du gehört? Lauf los. Ab zum Reaktor. Ja, kennt mich nicht so weit, oder? Ne, gut. Und speichern. Safe. Gut. Dann haben wir hier looten. Können wir nichts tragen. Mal auf die Karte gucken. Wir sind irgendwie kein Stückchen dichter gekommen. Na toll. Wo ist er? Der hält ja immer noch Wache. Gut, wir schleichen uns mal so weit es geht voran. Was steht da? Ist das ein Auto? Nichts zieht an dir vorbei. Oh Gott, hat er mich gesehen? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. War Zufall. Gibt's hier irgendwas? Nicht wirklich. Merkwürdig. Hab ich wieder laufen gehört? Nee. Guckt er natürlich genau nach hier. Oh, und er kommt nach hier auch. Links oder rechts rum? Geh einfach weg. Bitte, 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 bitte. Hab ich gesehen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe mal, der ist anfällig für EMPs. Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Er hat nur eine Vermutung, dass ich hier bin. Ja, sehr schön. Da lang. Gehst du gut. Ja. Jetzt schnell einmal nach, keine Ahnung, hier oben. Ja, hier ist irgendwas. Werkstattkontrolle aktivieren. Gucken wir mal kurz, wo er hinläuft. Dann machen wir das gleich. Ja, er geht noch weiter nach da. Dann los. So, schnell weg hier. Da ist zu. Oh. Das war knapp. Hier ist doch was. Da ist ein Generator. Und noch so ein komisches Stromteil. Die wir uns noch aufheben. Impfpistole. Brauchen wir nicht. Das ist eine gute Richtung. Lauf schön weg hier. Jetzt steht er wieder mitten im Weg. Falls Sie diese Anlage in einem unannehmbaren Zustand vorfinden. Nein! Oh, ich hab fast das EMP geworfen. Ja, da muss ich auch hin. Das ist das Problem. Okay. Ja, geht wieder zurück. Sehr gut. Traue ich mich das jetzt schon? Warte noch, bis ein weitergeht, glaube ich. Sicher ist sicher. Ja, okay. Energielevel zu niedrig. Na, danke. Strom wiederherstellen? Kann ich nicht. Gerät unzureichend. Mein Gott. Kann ich hier runterspringen, oder dass es hört? Ja. Sie behalten den Geist im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. Hier ist noch irgendwas. Da können wir dran. Einmal machen. Und zack. Oh oh. Jetzt sind wir hier ein bisschen an der Falle. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Okay, er geht.
müssen wir jetzt hin? Wahrscheinlich wieder irgendwo hier nach rechts, ne? Kommen wir da hoch? Ja, da. Fährt da, los. Strom können wir immer noch nicht wiederherstellen. Oh. Sicherheitsvorschriften erfahren. Nee, danke. Ich möchte, dass mich einfach in Ruhe lässt. Setz dich wieder hoch. Ja. Oh Gott, geh bitte nicht weiter. In Sixen finden Sie Rückhalt, Hilfe, von Anfang bis Ende. Jetzt will ich ungern töten. Jetzt haben wir schon so weit gespielt mit dem Schleichen. Da ist mir runtergefallen. Komm ich runter? Ne. Wo ist er? Da hinten. Okay. Machen wir rauf hier. Dann schleichen wir uns gleich da wieder rechts in die Ecke rein. Apollo und der Hemi-Android. Ach, wieso kommt der denn jetzt wieder hier hoch? Und besser eingegliederte Sevastopol-Station. Oh. Ja. Wir schleichen uns schnell dran vorbei. Komm, 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 komm. Hat er mich gesehen, Jana? Kommt er hier hin? Nee, tut er nicht, aber jetzt kommt er ein bisschen in die Richtung. Shit, bitte sieh mich hinter nicht. Oh Gott. Das war knapp. Hast du nichts Besseres zu tun, als hier rumzulaufen? Da merke ich nichts von. Mann, sind die Teile nervig. Gut, das ist da oben, aber das ist mir trotzdem noch zu riskant, jetzt da an diesen Schalter zu gehen. Jetzt aber. Einfach machen, während er nicht hinguckt. Schnell, schnell, schnell. Okay. Da geht noch weiter weg, perfekt. Jetzt sollten wir oben nämlich rankommen, denke ich mal. Winde aktivieren? Seilwinde oder wie? Okay, machen wir mal. Eins, zwei, komm schnell. Und drei. Ja, das Ding wird hochgehoben. Was auch immer das bringt. Ah, da ist ein Loch unter. Okay. Ja, guck nicht mehr hin. Schnell, schnell, schnell. Ne, du hast nichts gesehen. Gut. Wir sind, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg. Keine Ahnung. Sehr gut, er hat es wieder vergessen. Batterie stirbt langsam von der Taschenlampe. Wir haben leider keinen Flammenwerfer mehr, der uns kostenloses Licht macht. Mussten wir ja abgeben. Hier können wir hochklettern. Machen wir das mal. Gut, wo sind wir jetzt gelandet? Nochmal auf die Karte gucken. Das ist einfach ein Irrgarten hier. Ja, nicht ganz sicher. Ionenschneider benutzen. Machen wir das mal. Ja, doch, der ist auf jeden Fall schneller, oder? So. Dann einmal aufmachen hier. Oh, wir sind wieder in der Werkstatt. Das wäre mir so ein Rundgang freigeschaltet. Okay. Gucken wir nochmal den anderen Weg lang. Was da so abgeht. Hier wäre ein Speicherpunkt. Das ist schon mal ganz gut. So, einmal überschreiben. Dann gucken wir mal vorsichtig hier rein.
Auf den ersten Blick sieht es nicht ruhig aus. Der geht weg. Da waren wir gerade, glaube ich. Das ist wieder die Werkstatt. Öffnen Sie das Gitter. Ich nehme an, das Gitter da? Keine Ahnung. Ich guck erstmal hier rechts rein. Mal sehen, wo es hier hingeht. Sieht ruhig aus. Schon wieder Munition für den Bolzenschießer. Aber wo ist der? Ich hätte den ganz gerne. I don't want to receive another of these stop fucking weaponizing the tools. Wait, what? Hat er anscheinend irgendwelche Beschwerden bekommen? Oh nein. Wieder ablenken lassen. Also jemand verwendet hier die Werkzeuge als Waffe. Oh nein. Ja, hab ich gesehen. Ja, doch gerade noch irgendwo dieser Schacht. Die Aufnahme hin. Verstecken uns da drin. Und zwar so lange, bis es wieder sicher ist. War das so weit weg? Meine Güte. So, und rein da. Dann warte ich hier mal kurz, bis er wieder weg ist. Okay, wir haben ein Problem. Er sitzt hier schon ein bisschen länger drin. Und er will nicht gehen. Okay, gut. Vorführeffekt. Jetzt geht er gerade weg. Er scheint die ganze Zeit hier 0,9 Meter entfernt. Und ging nicht weg. Aber jetzt läuft er wieder. Na gut, aber immerhin können wir jetzt weiter. Ja. Dann machen Abgang. Endlich. Dann schleife ihn mal leise und vorsichtig hinterher. Wo ist er hin? 40 Meter. Da läuft er. Und er hat einen Schutzanzug an. Das heißt, das EMP können wir wegpacken. Gut. Nur noch 40 Meter. Wir bleiben etwa so bei dem Abstand. Sollten wir sicher sein. Jetzt nicht zurückgehen hier. Ah ne, er guckt sich nur um. Mann, ist der nervig. Gegen den hab ich jetzt hier eine Ewigkeit im Lüftungsschacht gehockt. Na komm, geh doch bitte einfach weiter weg. Ja? Sehr gut. Ich will mich hier nur ein bisschen umgucken. Ja. So ist gut. Er geht noch weiter weg. Schleife ihn mal vorsichtig hinterher. Können wir uns verstecken? Hier verstecken wir uns schnell. Und wie ist es denn schon wieder hier? Sind die nervig? Zurück an die Arbeit. Danke. Weg geht er. Er entfernt sich. Gehen wir mal raus. Ich hoffe mal, er geht jetzt noch mal ein bisschen weiter weg und ein bisschen länger als 5 Sekunden. Sehr gut. Schleichen wir einmal rum. Schon wieder hier, Bolzenschießer. Oh. Wollen Sie mehr über Sevastopols Sicherheitsvorschriften erfahren? Okay, schnell jetzt. Schnell, 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 schnell. Hier ist eine Sackgasse. Was, was? Oh! Das könnte echten Schaden anrichten. Let's go. Okay, aber geht weg. Wir sparen die Munition. Gucken, was hier abgeht. Code für das Gitter. Schiefigkeit zu verlangen, bla bla bla. Ich habe das Gitter. Der Code lautet 6832. 6832. 6832. 2. Auswählen. Sehr gut, Gitter geht auf. Ich würde aber gerne noch die restlichen Sachen lesen eigentlich. Oh, den hat's erwischt. Aber der Roboter wird halt jeden Moment wiederkommen. Egal, schnell.
vielleicht schaffen wir es ja doch irgendwie. Stromversorgung. Lolas, wir brauchen sie unten in der Reaktorwartung. Ich halte Berichte von partiellen Stromausfällen. Überall auf der Station. Es wird die Hölle los sein. Ich weiß, aber hier oben erkenne ich nichts. Dass die Stromversorgung gefährden könnte. Können Sie da unten einen vollständigen Systemcheck vornehmen? Schief. Und ich suche nach Ihnen. Wenn Sie das hier lesen, warten Sie an einem sicheren Ort. Ich komme zu Ihnen runter. Wir müssen zusammenhalten. Sanders ist tot. Und mindestens 4 weitere Ingenieure fehlen. Einer dieser verdammten Androiden hat mich beinahe geköpft. Also habe ich mir eine Waffe zusammengebastelt. Hat genug Kraft, um diese Dreckskerle ein Loch in die Birne zu pusten. Ich werde, sobald ich kann, kommen. Schief. Das war's, ne? Ja, geh schnell weg. Wo ist er? Oh, direkt hier vorne. Puh, das war knapp. Hier gibt's nichts zu sehen. Alles nach wie vor, ja. Nur deine Pistole ist weg. Müssen wir wieder warten, bis er den ganzen Weg nach hinten dackelt und uns langsam hinterher schleichen. Oh, er läuft aber schneller als sonst. Ist egal, rein da. Kriegt er schon nicht mit. Hier war nichts, alles gut. Ich habe andere Belange. Das stimmt. Du musst hier weiter rumgehen. Das ist sehr wichtig, also hör nicht auf. Wir warten, bis er in den Raum geht und dann machen wir einen Abgang. Komm, noch ein Stück. So ist gut, sollte reichen. Sexy weg. Lauf, 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 lauf. Hä? Als wenn, was? Wie? Wie hat er mich gemerkt? Egal, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Wenn er wirklich Stress will, legen wir ihn um. Aber sieht nicht so aus. Er ist ziemlich langsam. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Hier in irgendeinem großen Reaktormaschinenraum. Sieht aber alles leer aus. Der Typ kommt auch nicht. Gucken wir mal weiter. Aufzug rufen? Okay. Dann warten wir hier kurz, bis der Aufzug kommt. So, wir haben 6 Schuss für dieses Teil. Sieht schon heftig aus. Ist aber nicht so ganz präzise. Okay, mal sehen, wo es hingeht. Zum zentralen Reaktor. Let's go. Ricardo, waren Sie jemals im Reaktor? Hab die Tour nie gemacht. Ich habe in einem ein Training absolviert. Das fühlt sich wie vor Ewigkeiten an. Das ist schon mal ganz gut. Da kennen wir uns ja ein bisschen aus. Sieht leer aus. Hier haben wir Zugang zur Transitstation. Aber da steht auch Roboter dahinter. Also gehen wir da erstmal nicht lang. Noch mehr Muni, sehr schön. Was zum Anhören. Es hatte mir den Rücken zugewandt, ging den Flur herunter, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Ich habe mich versteckt, aber als ich aufsah, war es weg. Ich glaube, es hat sich unter dem Fußboden versteckt oder in der Decke. Sevastopol besteht aus Lüftungsschächten, Rohren und verstaubten Räumen, in die niemand seit Jahren mehr einen Fuß gesetzt hat. Es könnte überall sein. Danach müssen die Marshals gesucht haben. Das hätte mir nicht vorenthalten werden sollen. Chief Ende. Okay, er hat das Alien gesehen. Die Frage ist, ob er das Alien gesehen hat, was wir auch die ganze Zeit gesehen haben, oder ein anderes. Ich traue dem Frieden immer noch nicht so ganz. Aber schön, dass er die gleichen Probleme hat wie ich. Das Alien ist überall. Das meine Waffen? Ja, hä? Also zumindest ein Teil davon. Mein Flammenwerfer fehlt. Ah, wir haben unsere Pumpgun wieder. Oh, wie ich dich vermisst habe. Sehr schön. Jetzt können wir die Androiden wieder umlegen. Was war da? Ausweiskarte? Ansonsten ist hier alles zu. Sind das meine Sachen oder lagen die einfach random hier rum? Weil irgendwo müssen die ja hingebracht worden sein, meine ganzen Waffen. Aber der Flammenwerfer ist halt nicht hier. Ich hoffe mal, wir brauchen ihn auch nicht, dass es hier kein weiteres Alien gibt. Sieht nicht so gut aus. Wir speichern mal. Und ich denke, wir sind auch schon wieder ein gutes Stückchen dabei. Das sollte ja die Folge gewesen sein. Dann gucken wir mal, dass wir es in der nächsten Folge zum Reaktor schaffen, um dann endlich mal diese blöden Androiden auszuschalten. Die gehen mir diese Folge richtig auf die Nerven. Naja, ich hoffe mal, ihr habt trotzdem Spaß beim Zusehen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.